In Ordnung, Mädels. Nur ein kurzer Blick. Aber wenn Smile und ich ausgehen, passt auf, dass ihr nicht hier seid. Gut. Verdammt, Smile. Du bist wunderschön. Ich versuche mein Bestes. Hör zu, Smile. Wofür sind dieses Outfit und die Überraschung gut? Gehen wir in einen Club oder Restaurant? Leute, ich versichere euch, dass ihr solche Popsockets nirgendwo kaufen werdet. Das hat mir meine Tante aus Japan geschickt. Die Masken stammen auch aus Japan. Ich empfehle dir, diese Maske zu kaufen, Julie. Es wird bei dir Wunder bewirken. Habt ihr auch schwarze, matte Popsockets dabei? Patrick, weißt du, welche Art von Popsocket ich haben möchte? Rosa, glamourös und flauschig. Okay, Gigi, ich verstehe. Gibt's auch rosa, ne? Es gibt verschiedene, aber sie waren alle vergeben. Ich nehme den mit der Mickey Maus. Kuku, kauf mir eine Maske. Bitte. Nein, Julie, ich werde kein Geld ausgeben. Du bist bereits ein Wunder für mich. Ja, Mädels, ihr habt aber geizige Jungs. Vergeblich, Kuckuck, vergeblich. Hallo Mädels, möchtet ihr Masken aus Japan kaufen? Die sind toll. Und Popsockets für fast nicht für einen Penny. Jungs. Die wollen nur ihren Schrott verkaufen. Grünschopf, lass dich nicht von diesem Schrott täuschen. Jungs, das ist kein Schrott. Grünschopf, fühl mal mit, wie viel Flüssigkeit diese Maske getränkt ist. Und das hier. Ah, ganz genau. Kostja, kauf das. Carina, du brauchst das nicht. Und hier ist noch eins zum Aufladen, damit das Ladegerät immer intakt ist. Kostja, ich nehme das, das und das. Ich liebe dich, Kostja. Großartig, ich bekomme 300 Rubel. Kuckuck, hast du gesehen? Dima. Hörst du das? Das ist ein hungriger Elefant, der gefüttert werden will. Und das ist ein Löwe mit einer verletzten Pfote. Ich rette jeden Tag Tiere und ich brauche deine Hilfe. Lass uns diese Tiere wieder topfit machen und für jedes von ihnen ein Zuhause bauen. Lade unser Spiel jetzt herunter. Unsere tierischen Freunde warten auf dich. Hier, und komm uns nicht mehr zu nahe, ja? Sobald die neuen Masken da sind, komme ich auf jeden Fall wieder vorbei. Ja, und ich werde die Erste sein. Kostja, du bist mein Bester. Carina, wenn die neuen Popsockets herauskommen, lege ich die besten für dich zur Seite. Leute, was ist hier los? Leila und Jana verkaufen etwas. Sie haben ein Unternehmen in der Schule gegründet. Hallo Cheerleader-Bunnies. Hallo Cheerleader-Bunnies. Mädels, wir haben gesehen, dass ihr gerade etwas verkauft habt. Was soll ich sagen? Seid ehrlich. Geschäfte in der Schule sind verboten. Wie ich sehe, hat Carina eine Art von Popsocket. Irgendwo habe ich sie schon mal gesehen. Welche Art von Geschäft? Eine Tante aus Japan hat uns gerade viele verschiedene Dinge geschickt und wir haben beschlossen, sie zu verkaufen. Fast umsonst. Carina, Grünschopf, zeigt, was ihr bei ihnen gekauft habt. Hier sind die Bunnies alles weg. Wer gibt uns dann das Geld zurück? Alles fürs Telefon. Gesichtsmasken. Wir verstehen. Jana, Leila, schämt ihr euch nicht? Nicht ein bisschen. Etwas, das ich nicht verstehe. Müssen wir uns bei euch melden oder was? Halt. Okay, Mädchen. Die Masken gehen zurück in die Garderobe und alles fürs Telefon an Lehrer Mike. Dann ist es alles für den Schulwettbewerb. Die sind nicht aus Japan. Wie ich gesagt habe, ihr wurdet reingelegt. Mädchen, ihr müsst zurückgeben. Julie, hast du gesehen? Die Footballer sind voll in dem Schlamassel jetzt. Patrick, du bist so gut, dass du mir diesen Schrott nicht gekauft hast. Ja. Gigi, ich bin nicht so ein Trottel wie die Footballer. Okay, Leute, auf geht's zur Sporternährung. Ja, auf geht's ins Café. Und wir? Kommt mit, wir kaufen euch frischen Saft. Carina, wenn du mich für jeden Blödsinn um Geld bittest, das ist echt überhaupt nicht cool. Ja, ich hab das nicht verstanden, Dima. Was soll ich jetzt mit den Masken machen? Zurückgeben? Ja, Grünschopf. Und wir müssen irgendwie herausfinden, wie wir das Geld zurückbekommen. Mädchen, ich bin so genervt von Leila und Jana. Verstehen sie nicht, dass es in der Schule Regeln gibt? Geht es nur mir so oder ist es an der Zeit, sie rauszuschmeißen? Diana ist zu nett, um sie rauszuschmeißen. Mädchen, sie verstoßen nicht nur gegen die Schulregeln, sondern haben auch unsere Masken und die Taschen von Lehrer Mike gestohlen. Weißt du, Diana, ich glaube, wenn sie nicht in dieser Schule wären, wäre alles viel besser. Diana, vielleicht ist es an der Zeit, sie zu verweisen. Mädchen, was soll das bringen? Also schmeißen wir sie raus und was dann? Sie werden es an einer anderen Schule tun. Ups, eine Anmerkung. Ich hoffe, das ist kein Liebesbrief. Lies es vor. Diana, heute warte ich. Knopper! Mädchen, im Schrank atmet jemand. Sehr laut. Hört mal. Mary, was ist mit Knopper los? Knopper, hast du nicht genug geschlafen? Knopper, hast du Halluzinationen? Hier ist dein Schrank. Er ist leer. Hört doch mal rein. Freundin, du bist in letzter Zeit irgendwie seltsam. Wer atmet denn hier? Knopper, in deinem Schrank ist ein Poltergeist. Knopper, hast du zufällig in der Nacht einen Geist heraufbeschworen? Ist es möglich, einen Geist zu beschwören? Mary, ich weiß es nicht, aber du hast es gehört. Man kann dort jemanden atmen hören. Oh nein, passt auf! Hilfe! Hilfe! Was schreit ihr denn so? Habt ihr die Frösche gesehen? Sind die Frösche weg oder sowas? Eis! Bist du noch normal? Verstehst du überhaupt, wie du uns Angst gemacht hast? Wir haben uns fast in die Hosen gemacht. Ist der ein Geist? Mädchen, könnt ihr mal aufhören zu schreien? Komm nicht näher! Ist der nun ein Geist oder Eis?
Bunnies, nicht schreien. Ich habe mich nur vor den Fröschen versteckt. Die haben mich überrannt, okay? Deswegen. War es notwendig, sich in der Nähe meines Kleiderschranks zu verstecken? Puh, Eis, erschreck uns nie wieder so. Tiana, ist da ein Geist oder Eis? Mary, glaubst du das wirklich? Das ist natürlich Eis. Okay, Mädels, wenn die Frösche euch fragen, habt ihr mich nicht gesehen. Ich gehe ins Café hinter die Bar, um mich zu verstecken, okay? Mädels, habt ihr das gesehen? Es ist irgendwie seltsam. Seine Augen leuchten so. Mary macht dir keine Sorgen. Also Mädels, lasst uns sehen, was Smile mir geschrieben hat. Tiana, heute wartet eine Überraschung auf dich. Nach dem Unterricht. Dein Smile. Ich liebe dich, küss dich. Ach, ich umarme ihn. Also Lehrer Mike, wir werden nicht mehr in dieser Schule lernen. Tun Sie was. Wenn sie nicht aktiv werden, werden wir dringende Maßnahmen einleiten. Mädchen, Frösche, tretet alle einen Schritt zurück und erklärt, was passiert ist, okay? Bitte. Lehrer Mike, in der Frauenumkleide gibt es Augen. Extra Augen, die uns beim Umziehen beobachtet haben, verstehen Sie? Aha. Ja, Lehrer Mike. Und wir wissen, wessen Augen das sind. Okay, Mädels, ganz ruhig, okay? Ganz ruhig. Wer war in der Umkleidekabine? Wer hat euch beobachtet? Es war Eis! Was, wirklich? Okay, bringt mich zu Eis. Er hat bereits eine Warnung erhalten. Los! Lehrer Mike, er flippt total aus. Er saß in einem Spind und spähte uns durch die Gitterstäbe an. Lehrer Mike, er hat mein Höschen mit Sailor Moon gesehen. Was, wirklich hat er gesehen? Vergessen Sie es, Lehrer Mike. Auf zu Eis! Also Leute, ich stehe jetzt schon eine halbe Stunde. Ich rate euch aufzugeben. Nein, ich gebe nicht auf. Smile, ich werde bis zum Schluss stehen, damit du nicht weggehst, okay? Aha, Max, ich kann bis zum Morgen in so einer Haltung stehen. Smile, du bist echt nervig. Wir wollen heute Abend einen Jungsabend machen. Was hältst du davon, Smile? Ist doch richtig gut. Nein, Leute, Diana kommt heute Abend zu mir nach Hause, weil ich hab noch sturmfrei. Achso, du hast sturmfrei. Da bin ich aber auch noch. Diana kommt zu dir und knuppert zu mir, okay? Leute, was soll das? Macht ihr gerade Witze? Also, Kleiner, komm schon. Lass uns zu einer Einigung kommen. Diesmal ist niemand zu Hause. Diana kommt zu mir. Und das nächste Mal kommt Knupper zu dir, okay? Smile, eine Frage. Diana hat einfach zugestimmt, für eine Nacht zu dir zu kommen? Ich bin dagegen. Junge, beruhig dich. Sie hat noch nicht zugestimmt. Stimmt, aber heute bin ich mir sicher, dass sie das auch will. Ich habe etwas für sie vorbereitet, eine Überraschung. Oh Mann, Smile, ich habe genug von dir. Es ist mir egal, ob Diana zu dir kommt. Knupper wird zu mir kommen. Hör zu, Jungs, streitet nicht mit Smile, dem Teamkapitän, okay? Also, jetzt trainieren alle. Los, auf geht's. Ich verstehe nicht, warum Lehrer Mike meine Socken nicht mag. Nun, die Inschrift ist nicht sehr aussagekräftig. Also Mädels oder Ratten, ich weiß nicht mehr, wie ich euch nennen soll. Sollen wir zum Direktor gehen oder wollt ihr alleine Buße tun, ha? Los. Ich muss mir die Lippen schminken, Layla. Nein, warte. Stinkt das nicht gewaltig? Nein, Layla. Oh, sehr gut. Ich habe nämlich Zwiebeln gegessen. Mädels, mit wem spreche ich eigentlich? Seid ihr jetzt gekommen, um euch zu versöhnen? Wie entscheidet ihr euch? Gehen wir zum Direktor? Diana, es macht keinen Sinn, mit ihnen zu sprechen. Es ist an der Zeit, sie rauszuschmeißen. Raus mit ihnen! Ich hab sie satt! Ach, Mary, sei still! Diana, wir haben ein paar Masken von dir gestohlen. Es tut uns leid. Sie lagen einfach in deinem Spind und verrotteten vor sich hin. Und wir haben es verdient. Diana, hast du gehört, wie sie mit dir gesprochen haben? Wir sind Cheerleader-Bunnies. Schmeiß sie raus! Beruhige dich. Mädchen, ihr wisst eigentlich, dass man Schulkindern in der Schule nichts verkaufen darf. Das ist der erste Punkt. Zweitens, ihr könnt auch nicht einfach in unsere Umkleidekabine gehen und unsere persönlichen Sachen mitnehmen. Und drittens, ihr habt die Popsockets von Lehrer Mike, die für den Wettbewerb gekauft wurden, mitgenommen und verkauft. Ich frage mich, ob er bereits davon weiß. Tja, was ist? Nun, das ist alles, Layla. Im Prinzip bin ich fertig. Ja, können wir gehen? Diana, wir bedauern es nicht. Hört gut zu. Diese Ketten. Ich nehme sie, ja? Ich habe einen Käufer dafür. Ich stehe unter Schocken. Nichts wird sich ändern. Diana, du bist eine Narrin. Du bist so freundlich zu ihnen. Ja, die Ratten müssen bekämpft werden. Übrigens haben sie die Ketten entfernt. Nun, es ist okay, Mädchen. Hier werden wir in einem Landhaus Urlaub machen, aber wir werden sie dafür nicht mitnehmen. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Frisches Brötchen, Früchtetee. Ja, Mike, hier ist der. Hier ist der. Okay, Grünschopf, du darfst kaufen, was du willst. Ist das Brötchen? Eis, wir sind da. Dreh dich um und zeig deine schamlosen Augen. Eis, du hast es schon wieder getan? Ja, Herr Lehrer Mike, leider. Eis, wir warten darauf, dass du dich umdrehst. Was ist denn passiert? Ich bin selber neugierig. Lehrer Mike, die reden Müll über mich. Oh, schämst du dich nicht? Bist du verrückt, als ob wir das nicht wüssten? Lehrer Mike, sie sollten ihn aus der Schule werfen. Hör zu, Frösche.
Verschwindet hier. Leute machen hier eine Pause. Ja, wir ruhen uns hier gerade aus. Hör mal, Dima, ich würde gerne sehen, wie du dich ausruhst, wenn die mit der rosa Mütze in der Umkleidekabine auf deinen Grünstoff starrt. Lehrer Mike, so war das nicht, okay? Ich habe die Mädchen nicht heimlich beobachtet oder bespannt oder so. Ich wollte nur meine Socken aus dem Schrank holen. Die lagen sehr weit weg, also kletterte ich in den Spind und die Tür schlug zu. Die kamen herein, zogen sich um und dachten, ich will sie heimlich beobachten oder so. Okay, Eis, und dann? Lehrer Mike lügt! Was kommt als nächstes? Ich habe mich einfach geschämt, rauszugehen, weil sie sich ja umgezogen haben. Ich saß also die ganze Zeit im Spind und dann habe ich irgendwann genießt. Oh Mann, wie schwierig es mit dir ist. Sehen Sie, Lehrer Mike, er hat genießt. Und wir haben sofort gemerkt, dass es Eis war. Lehrer Mike, ich habe diese rosa Mütze durch das Gitter gesehen. Lehrer Mike, ich habe mich gebeugt und sah diese funkelnden Augen. Lehrer Mike, es tut mir leid, aber der Spind ist klein und die Gitterstäbe waren so nah an meinem Gesicht und ich habe nicht geguckt, okay? Jetzt wird Lehrer Mike es dir zeigen. Das hört sich für mich glaubhaft an. Ja, ich glaube, der Lehrer glaubt Eis. Aber warum sollten die sowas erfinden? Dima, was ist, wenn er mir nachspioniert? Grünstoff, dann kümmere ich mich um ihn. Ist das alles? Ich muss jetzt weitermachen hier. Aber Lehrer Mike. Das war alles, Mädchen, okay? Eis, Kakao. Also, Mädels, wollen wir es dabei belassen? Nein, natürlich nicht. Gehen wir zum Direktor. Eis, ich hoffe, du hast mir die Wahrheit gesagt. Natürlich, Herr Lehrer Mike. Ich habe sie eigentlich nur bis zu den Knien gesehen. Hallo, Baby. Komm runter zu den Spinden. Ich habe eine Überraschung für dich, okay? Ja, genau. Zieh dich hübsch an. Stell dir vor, sie kommt hierher, hübsch gekleidet und so. Dann fragst du sie, ob sie bei dir übernachten will. Und dann sagt sie, nein. Okay, Baby, ich warte hier auf dich. Leute, was haltet ihr von diesem coolen Outfit? Mädchen, alle dringend in die Umkleide. Was ist denn passiert? Mal sagt, er hat eine Überraschung für mich. Ich muss mich umziehen. Ich frage mich, was? Mädchen, vielleicht das? Nein, nicht sehr klug. Du brauchst etwas Helles. Okay, Mädels, etwas Helles. Vielleicht dieses oder jenes? Das gefällt mir nicht. Diana, Smile möchte dich überraschen, was bedeutet, dass du in einen Club oder Restaurant gehst. Zieh was Elegantes an. Ich hab's, Mädchen. Okay, okay. Wie wäre es mit einem dieser Oberteile? Ich hab's, Mädchen. Blau oder rosa? Rosa, Diana. Okay, Mädels, ich werde auf euch hören. Ich gehe in rosa. Also Leute, geht hier weg. Ich will hier alleine sein, okay? Nein, Smile, das wollen wir auch sehen. Das ist voll interessant, oder? Ja, wir wollen sehen, dass Diana das zu dir sagt. Nein. Sie wird ja sagen und jetzt versteckt euch. Richtig verstecken. So, das war's, Mädels. Ich bin weg. Diana und wir? Was soll mit euch sein? Diana, dürfen wir zuschauen? Nur einen kurzen Blick, bitte. Okay, Mädels, mit einem Auge. Aber wenn Smile und ich ausgehen, werdet ihr nicht hier sein. Verdammt, Smile, du bist wunderschön. Ich versuche mein Bestes. Hör zu, Smile. Wofür sind dieses Outfit und die Überraschung gut? Gehen wir in einen Club oder Restaurant? Also, zunächst einmal, das hier ist für dich, okay? Wow, Smile, danke. Ein Einhorn. Ich habe den Eindruck, dass du mir das schon einmal gegeben hast. Nein, das ist anders. Dieses hat eine Schleife, das andere aber nicht. Hey, Kleiner, Diana sieht zufrieden aus. Denkst du, sie sagt ja zu ihm oder sowas? Ja, vielleicht. Wie schön Smile gekleidet ist. Was für ein Romantiker. Ich wünschte, Max würde mich irgendwo einladen und einen Anzug anziehen. Rosa mit blauen Tupfen oder so. Warum brauchen wir Clubs und Restaurants? Wir waren da schon eine Million Mal. Ich schlag vor, wir gehen heute Abend zu mir nach Hause. Zu dir nach Hause? Und was ist mit deinen Eltern? Wir haben Glück, meine Eltern sind heute nicht zu Hause. Das heißt, Smile, du willst sagen, dass du keine Eltern zu Hause hast und mich deshalb zu dir eingeladen hast. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Smile, für wen hältst du mich? Was, Diana? Was meinst du? Machst du gerade Witze oder sowas? Was bedeutet das, für wen ich dich halte? Weißt du was, Smile? Danke, die Überraschung ist misslungen. Aber der Anzug ist cool und ich verbringe die Nacht zu Hause. Diana, möchtest du, dass ich über Nacht zu dir vielleicht komme? Weißt du was, Smile? Eigentlich hast du bei mir geschlafen, als alle zu Hause bei mir waren. Diana, sind wir heute bei dir? Ja, Mädels, ihr seid heute wieder bei mir. Also, Smile, nicht geklappt, oder? Lass mich in Ruhe, Jungs. Oh Mann, ich bin so ein Erbsen hier, ne? Mädels, habt ihr das gehört? Ich bin schockiert von Smile und seiner Überraschung. Smile hat geträumt. Leute, ich bin schockiert von Smile. War es notwendig, mich für die Nacht zu ihm einzuladen? Ich schlafe nur zu Hause. Like das Video, abonniert den Kanal und wartet auf neue, coole Episoden. Bis zum nächsten Mal und alle auf Wiedersehen. Auf geht's zu dir, ja. Das heißt, warten. Smile. Lädst du mich zu dir nach Hause ein, weil du keine Eltern zu Hause hast? Hör zu, Smile. Für wen hältst du mich eigentlich? Nun, das ist alles, Mädchen. Ich bin weg. Diana und wir? Was ist mit uns? Du schamloser Mistkerl. Bist du verrückt? Haben wir es nicht gesehen? Lehrer Mike. Oh ja.
Eins, zwei, drei. Popsocket, Popsocket, Popsocket. Eins, zwei, drei. Okay, Gigi, ich verstehe. Hast du einen rosa Popsocker? Popsocket. Also, Gigi, ich verstehe. Hast du einen rosa Popsocker? Popsocket. Popsocket. Popsocker. Hä, was denn jetzt? Popsocket. Okay, es gibt einen rosa Popsocket. Popsocket. Ich versuche mein Bestes. Okay, Gigi, verstanden. Habt ihr auch einen rosa Popsocker?